Peter Orloff war schon lange klar, dass Evelyn gewinnt. Schlagersänger Peter Orloff, 74, holte sich bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus den dritten Platz. Bis zum Schluss hatte sich der 74-Jährige in der Show wacker geschlagen und sackte bei seiner letzten Prüfung sogar satte 5 Sterne ein. Dabei war dem Monika-Interpreten offenbar schon frühzeitig klar, dass es für ihn nicht bis an die Dschungelspitze reichen würde. Bereits nach der Hälfte der Sendung war sich Peter sicher, wer die Rallye Dovunder für sich entscheiden wird. Im Interview mit Spotter News erzählte der Musiker, mir war eigentlich klar, dass Evelyn gewinnen wird. Dennoch wollte ich da noch ein Wörtchen mitreden und freue mich jetzt total über meine Platzierung. Das ist wirklich sensationell. Er habe in dem Camp ein besonderes Verhältnis zu der amtierenden Dschungelkönigin Evelyn aufgebaut. Wir hatten ein wirklich schönes Miteinander und viele emotionale Gespräche. Ich konnte ihr Dinge für ihr weiteres Leben vermitteln, führte Peter aus und ergänzte, sie hat mich persönlich sehr berührt, als sie sagte, sie spüre so viel Wärme und auch Schutz, wenn ich neben ihr stehe. Ich habe sie, sowie ihre Wünsche und ihre Ideen wirklich ernst genommen. Auch für ihn selbst sei der Aufenthalt im australischen Grün ein echter Gewinn gewesen. Ich bin in den Dschungel gegangen, um meine Grenzen auszuloten. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich sie nicht nur ausgelotet, sondern sogar erweitert habe, stellte Peter fest. Ich habe Dinge gemacht, die ich nie für möglich gehalten hätte.